So, da sind wir auch schon wieder. So, findet den Eingang zur Gruft von Rakis in den... Ich lasse euch nicht allein ziehen. Ist das so? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Kommt mit, wenn ihr es für nötig haltet. Doch Adria wird für das zahlen, was sie Lea angetan hat. Okay, cool. Jetzt haben wir doch wieder so einen zwingenden Begleiter. Urzael und die Seelenernter sind tot. Die Menschen von Westmark können mit dem Wiederaufbau beginnen. Lorat und ich gehen in die Blutmarschen, um Adria zu stellen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Doch vor allem werde ich ihre Blutschuld einfordern. Oh, das wird auch Zeit. Oh, hier ist wer am Hämmern. Ich hoffe, das wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem. Ich halte mich für einen Experten auf dem Gebiet der Sumpflinge. Der Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich mit der Futtersuche und dem Graben beschäftigt. Unter normalen Umständen fürchten sie uns Menschen. Doch wenn sie unter dem Einfluss magischer Objekte stehen, werden sie sehr aggressiv. Besonders Ringe scheinen es ihnen angetan zu haben. Okay, Sumpflinge, so kleine Kreaturen. So. Wir haben Lorat nahe dabei. Oh, ich hoffe, der wird nicht sterben. Oh. Aufpassen, nicht da rein treten. Und hier ist Ende. Oh. Auch nichts. Fauliger Köder. Ekelhaft. Okay, wir sind hier in dem Sumpfgebiet. Oh. Nicht da durchgehen. Jawohl, der kann glaube ich nicht sterben, also von daher ist das egal. Ui. Vorzüglich. Ja, das gefällt mir doch wieder. Adrias Tonista. Okay. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen und ihr entfuhr ein Lachen. Okay, creepy. So, wir müssen nach hier hin. Jetzt? Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Adria. Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Wie wär's mit diesem Teufelszeichen hier? So. Geht doch. Oh, jetzt kommen noch mehr. Oh, 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 da habe ich aber Angst. Hier. Ja, das geht. Wow, okay. Was auch immer das ist. Nicht genug Zorn. Der Auersumpfler ist eine großgewachsene wilde Bestie mit äußerst schlechter Laune. In Begleitung von Sumpflinggruppen legt er sich mit allem und jedem an, das seinen Weg kreuzt. Dabei sterben unvermeidlicherweise einige Sumpflinge. Die Überlebenden werden jedoch mit über... Dies war nur ein Zugang zur Stadt. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einem Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Okay. Oh, mit ab 60 wird Qual freigeschaltet. Ich freue mich schon auf den Kampf. Oh oh. Das heißt, sie sind epische Typen. Mörser und ist für euch. Ich werde euch finden, Adria. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Natürlich. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Nee, beruhigend ist das nicht. Der Kreuzritter ist da, glaube ich, ein bisschen angepisst, muss man ja schon sagen. So, ja, was kann man sonst sagen? Wochenende gearbeitet und jetzt noch ein bisschen am Aufnehmen. Boah, bin ich müde. Müde wie Sau, aber muss ja trotzdem weiter aufnehmen, sonst hat man ja nie die Chance. Eigentlich wollte ich ein bisschen Earthbound wieder aufnehmen, aber das wird mir ein bisschen zu lang dann. Ich muss heute auch noch relativ früh schlafen gehen.
bisschen Schlaf nachholen. Deshalb. Sicherheits-Apex. Okay. Was haben wir denn hier? Nichts, nichts. Nichts Besseres. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Deshalb habe ich gesagt, so eine Stunde Diablo 3 geht eigentlich fast immer. So, jetzt wird er schön abgeblockt von den Sumpflingen. Dann hat er davon. Jetzt ist er in der Ecke. Jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt hat er keine Chance mehr, mir zu entkommen. So. Schöne, glänzende Smaragde und alles drum und dran. So. Leider nur noch 2 Gold. Okay. Ugh. Er wird ja immer größer, dieses Gewusel da. Nur Spreu im Winde. Oh, das war unnötig. Aber glänzende geben wir uns schon. Schön. So, was haben wir hier? Der Vogelscheuche. Oh oh. Wow. Hast du die geworfen oder was? Weil mich gerade gewundert hatte, woher der Typ gesprungen kam. War der hier oben und ist dann runtergesprungen oder wie? Ich weiß nicht. Okay, da ist das Ziel auf jeden Fall. Da ist es am linken. Au. Da werde ich aber noch nicht hingehen. Ich möchte nämlich noch weiter hier alles erkunden. Wer weiß, vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Da einer von diesen bekannten Unterschlüpfen da. Oh. Oh, oder sowas kommt da zum Beispiel. Oh, oh. Woppa. Hilfe. Ich hoffe, das hat jetzt die Aufnahme nicht versaut bisher. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Blocker, Albtraum und elektrisiert, ey. Oh, die zaubern die ganze Zeit neue, ey. Zorn. Hab ich Angst. Wo ist mein Kollege eigentlich? Der ist auch schon wieder verschwunden. Hier. Yeah. Müsste da irgendwo da hinten schon sein. So, einen haben wir getötet schon mal. Damit habe ich ein bisschen Platz wieder geschaffen. So, der zweite müsste jetzt auch tot sein. Und jetzt sind wir sogar noch stärker. So. Mein Gott, war das ein Kampf. So durchgezwiebelt dieser Kampf, dass ich direkt auf meinen Desktop irgendwie geklickt habe. Nee, ouch. Ach, da sind noch welche. Wo kommen die denn her? Also sind da jetzt 5 oder wie? Ich hab da doch 3 gekillt. Oder waren das paar normale nur? Das ist eine gute Frage. Ich habe Angst. Ja, anscheinend müsste das wohl halt so gewesen sein, dass das doch 5 war. Na ja, gut. Einer alleine kann mir ja eh nichts haben. Zack. Und tot. So, hier entlang. Kniet nieder vor Zakarum. So, was haben wir hier? Hier ist, glaube ich, Ende im Gelände. Genau. Aber hier kommen noch welche raus. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ja, leider, der reicht nicht aus. Okay, dann prügeln wir die halt tot. Dauert halt ein bisschen länger, aber egal. So. Dann biegen wir hier links ab. Jetzt hier wieder entlang. Vorsicht, Gift. Da ist unser Power-Up zu Ende gegangen, leider. Aber egal. So. Jetzt hier noch weiter. Zack, zack. Ganz vorsichtig. Was haben wir hier? Einfach nur so eine Sache hier so ein bisschen. Was ist das? Irgendwas Blaues aufgehoben. Was ist denn da überhaupt explodiert? Bestimmt so ein Köder oder irgendwie so ein. Nur Spreu im Winde. Oh, das ist schön. Okay, hier war irgendwie verwundeter oder verdorbener Sumpfling und dann kamen die anderen Sumpflinge zur Hilfe, glaube ich. Das hat die wohl angelockt. Zack. Oh. Kommt alle her. Pachong. 100.000 Punkte Schaden haben wir schon. Jetzt warten wir hier ein bisschen. Pop, 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 pop. Im Namen des Lichts. So. Ekelhaft.
zack, 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 zack. Oh, oh. Genau sowas habe ich mir gedacht, dass der Typ auch noch dabei ist. Weil ich da irgendwas Großes gesehen habe. Er hat wohl anscheinend die kleinen Sumpflinge da hingeworfen. Oh, Adrius, du Mister. Mein Vater hat es nie verstanden. Er wurde in eine reiche und privilegierte Familie hineingeboren und suchte Zeit seines Lebens seinen Stand zu bewahren. Ich war sein Fleisch und Blut, aber ihm waren die Namen in seinen Büchern und die Gesichter in seinen Gemälden an der Wand wichtiger als seine lebendige Tochter. So, nö, nö, nö. Oh, was haben wir hier? Der Schutz ist. Ach ja. Kommt, versammelt euch alle. Ich erzähle euch eine Geschichte. Unendlich. Nieder vor Zakharum. Wow. So, immer schön viele sammeln und dann immer schön die Schilder reinschmeißen. Zack. So. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen müde, aber naja, ich versuche trotzdem, hey, so alles schön zu machen. Das ist einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Lasst es mich versuchen. Siegelstein in Nephalem. Benutzt den Siegelstein in Nephalem, um Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Wow, was sind das denn für fliegende Geschöpfe hier, ey? What the? Was ist das? Was haben die da gezaubert, die komischen Dinger? Bisher hatte ich ja meinen Assistenten für die lauteste Kreatur der Welt gehalten, aber das war, bevor ich den kreischenden Schrecken entdeckte. Bleib stehen. Diese fledermausartige Monstrosität erzeugt den ohrenbetäubendsten Lärm, den man sich nur vorstellen kann. Oh je. Wodurch sie das Wunder vollbrachte, meinen Assistenten noch lauter schreien zu lassen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen werden mich noch wochenlang begleiten. What the? Wie? Produzieren die die? Oder wie sieht das aus, ey? Weil dann wird das schon krank. Weil guckt euch das an. Die komischen großen Typen produzieren die kleinen. Also die. Und diese Fledermaus-Dinger produzieren nochmal die Power-Sümpfler. Also das wäre eine ewige Kette, muss man ja schon sagen. So. Oh, da wurde wieder was geworfen. Also. Was habt ihr davon? So, weg damit. Tschongkong. So. Jetzt folgen wir mal der Spur, die wir eigentlich hinterhergegangen sind. Oh oh. Hat er was wieder gehört? Achso, da ist er. Tschongkong. So. Oh. Zack, 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 zack. Ja, doch nicht so viele, wie ich mir vorgestellt habe, aber egal. Wir müssen ja jetzt langsam ein bisschen wieder unsere Heilgehen. Zorn. Oh, was ist das? Ein Voodoo-Priester. Ein Fallensumpfler. Okay. Die Schlingen der Fallensumpfler sind überraschend effektiv. Obgleich es sich mir entzieht, wie sie deren Herstellung erlernt haben. Der Großteil des Gehirns der Sumpfler scheint sich auf Töten und Fressen zu konzentrieren. Ihre Anstrengungen in diesen Bereichen sind jedoch bewundernswert. Vielleicht sollte ich eine dieser Schlingen vor meinem Zelt aufstellen, bevor ich schlafen gehe. Aha. Na gut, kann gut sein, ne? Also wenn die schon so super Fallen machen, deshalb sollte man die nicht für sich selber benutzen, ne? Hm. Okay. Ich muss noch einen weiteren Siegelstein finden, um zu erfahren, welches Siegel auf den richtigen Eingang hinweist. What the Madenblut? Irr. Okay, warte. Die Suche nach der Madenbrut hat sich als richtiges Abenteuer herausgestellt. Zum ersten Mal sah ich einen ihrer Kadaver abseits einer Straße nach Westmark. Dort herrschte ein solcher Gestank, dass sich mein neuer Assistent direkt zweimal auf meinen Lieblingsreiseumhang übergab. Die Flecken sind dann irgendwann verschwunden. Trotzdem war ich äußerst betroffen.
Was macht der da? Wo läuft der hin? Weg da! Bleib stehen! Super. Keine Chance gehabt. Wow. Bleib stehen. Reichen erschrecken. So, weg ist er. Ich hatte einen Schlag, hätte ich mehr machen müssen. Dann wäre er tot gewesen. Ah, jetzt hat er uns wieder ins Gift geworfen. No, no. Aber interessant, dass hier so komische Fallen sind, ne? Ich finde die süß. Machen hier keinen Schaden. So, hier haben wir noch einen Siegelstein. Müssen wir auch noch. Dieser Weg wird mich nicht nach Corvus leiten. Durchgang nach Corvus. Dieser Weg wird mich nicht nach Corvus. Okay. Ich weiß nicht, sollen wir den jetzt benutzen oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wo der uns hinführt. Was steht denn hier? Winddurchgang. Durchgang nach Corvus. Benutzt die Siegelsteine Nephalem, um den Eingang zu den Ruinen von Corvus zu finden. Es scheint, als wüssten sogar die Steine, dass ein Nephalem zurückgekehrt ist. Oh oh. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem, mit anderen Worten Götter, und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten verschollen sind? Ich hatte eigentlich vor, die uralten Ruinen außerhalb Westmarks zu erkunden. Jedoch fiel mir dann auf, dass es dort von diesen grässlichen Skarabäen nur so wimmelt. Natürlich fürchte ich mich nicht vor diesen Biestern, aber sie kosten mich einfach viel zu viel Zeit. Und ich bin doch weit und breit für meine Effizienz bekannt, nicht wahr? Die Nephalem waren keine Götter, sondern unsere eigenen Vorfahren, denen ein langes Leben, Magie und Fähigkeiten beschieden waren, die unsere heutigen bei weitem übertreffen. Dennoch waren sie sterblich. Ob diese Schriften den Schlüssel zu ihrer Macht enthalten? Ich habe mich schon immer gefragt, wie sehr sich Adria Diablos Macht statt ihrer eigenen bediente. Ihre Blutgolems deuten darauf hin, dass sie über mächtige Magie verfügt. Diese Fleischschlinge wurden aus Erde, Steinen und Dämonenblut erschaffen und sind davon besessen, sich Menschen einzuverleiben, um ihnen ähnlicher zu werden. Hoffen wir, dass ihnen das niemals gelingt. Oh, das war eine schöne Truhe. Prächtige Schatztruhe. Was haben wir denn da? Wow, guck mal, wir sind jetzt schon voll. Die sind besser. Hose ist besser. Sogar mit dem Ding da drin. Und hier haben wir sogar zwei Plätze frei. Die Schuhe sind besser. Der Helm leider noch nicht. Wir müssen auch zurück, unser Inventar ist voll. Oh. Ich kehre in die Stadt zurück. Immer dieses Problem mit dem vollen Inventar. Aber da können wir dann mindestens den Edelstein schon mal aus unserer Hose nehmen. Wenn wir uns dann umziehen. Ne? Noch ein perfekter Diamant. Glänzender Diamant. Quadratischer Diamant. Ein makellos quadratischer Diamant. Oh, schade. So. Haben wir auf jeden Fall hier Topaz, haben wir einiges. So. Vielleicht der erste? Nee, auch nicht. Da fehlt uns immer so einer. So, dann müssen wir Edelstein entfernen. So, und dann haben wir wieder zwei von den Ruinen, genau. Ah, schaffen wir leider noch nicht. So. Heißt, ab zur Beutetruhe. So. Genau, und den Rest. Und eigentlich so verkaufen. Ich grüße euch. So.
Gut, ab zurück. Winddurchgang ausgeschlossen, im Blattdurchgang ausgeschlossen. Gut, aber das heißt, wir müssen noch in die Durchgänge rein, oder? Oh, ich finde dieses alte Rüstungszeug, wenn das da unten her rauskommt, das sieht so geil aus. Oh, 130.000 Schaden. Oh, was ist das? Macht uns das Schaden, dass das da unten brennt, oder was war das? Oder waren das nur so grafische Effekte? Heiltrank. Schlachter. Oh. Hey! Bleib doch stehen, so. Was haben wir denn hier alles? Also, macht euren Frieden, jetzt! Einige sind, also sie sind schon auf jeden Fall viele hiervon. Hier. Oh, Fleischlinger, Blutgolem. Hat uns der Geister geholfen und die gekillt, oder was war da jetzt los? Oder habe ich mir dann nur eingebildet? Verbrennt im Licht. Kann doch wohl sein. Jo. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Oh. Da haben wir Glück gehabt, ey. Das sind ja fiese Dinger. Also die machen echt schon schön Schaden hier. Muss man sagen. Ein Großschwert. Oh. Da. Die Geister machen dann den Schaden. Nur Spreu im Winde. Fleischwerfer. Eine neue Variante von den Dingern, oder was? Diese Golems hat Adria aus den Blutmarschen geschaffen. Ihre Körper wurden aus den Wassern und der Erde des Marschlands selbst geformt. Das Leben wurde ihnen mit dem Gift der Kreaturen dort eingehaucht. In ihnen schwelt eine grüne Pest, die aus ihrer Haut zu platzen droht. Oh, oh. Also immer wenn wir so welche Reste durchsuchen, kommt so welche Phantasmas. Also anscheinend so welche Geister. Jetzt geht doch... Mein Gott, ey. Jetzt geht da noch nicht immer rein, ey. So, das habt ihr davon. So, das heißt, hier haben wir Kunde. Das heißt, da nach unten geht's noch. Blub. So, hier entlang geht's nämlich auch. Ich freue mich schon auf den Kampf. Oh. Macht euren Frieden. Oh. Jetzt. Nur